Hallo, in diesem Video geben wir dir einige Tipps, um die Tonerkennung unserer Apps voll auszuschöpfen. Neben der Verwendung von Kopfhörern, die Positionierung des Mikrofons und die Lautstärkenregelung kannst du tatsächlich einige allgemeine Anpassungen vornehmen. In erster Linie, sollte die App keinen Ton erkennen, kann es mit der notwendigen Mikrofonerlaubnis in Zusammenhang stehen. Du wirst immer nach der Erlaubnis Freigabe gebeten. Solltest du sie nicht erteilt haben, kannst du sie im Nachhinein über Einstellungen freigeben. Auf iOS. Zuerst gehe auf Einstellungen. Dann musst du nach unten scrollen, bis du unsere Apps siehst. Suche die App aus, welche der du die Erlaubnis geben möchtest. Schalte nun die Mikrofonerlaubnis an. Auf Android. Gehe auf Einstellungen, finde die Liste deiner installierten Apps. Abhängig von deiner Android-Version kann es etwas anders sein. Suche auch hier die App aus, welche du die Berechtigung geben möchtest. Wähle dann Berechtigungen. Sollte die Mikrofonoption ausgeschaltet sein, kannst du hier die Berechtigung erteilen. Also einfach anschalten. Jetzt auf Desktop-Geräten. Hier ist es ein wenig anders. Du hast mehr Möglichkeiten, die Sounderkennung allgemein zu verbessern. In erster Linie bestätige, ob dein Mikrofon ausgewählt und aktiv ist. Unter Windows 10 rechtsklick auf das Lautsprechersymbol. Du findest diesen unten rechts in der Taskleiste. Klicke auf Soundeinstellungen öffnen. Bestätige oder wähle dein Eingabegerät. Klicke auch auf Geräteigenschaften und überprüfe im Pegelabschnitt die Volumenstärke und ob dein Mikrofon nicht stumm geschaltet ist. Bitte vergiss danach nicht, auf Übernehmen zu klicken. Auf macOS klicke auf dem Apple-Symbol und wähle Systemeinstellungen aus. Wähle dann Ton aus. Nun unter Eingangslautstärke deaktiviere das Feld Umgebungsgeräusche reduzieren. Im Spiel kannst du überprüfen, ob dein Standardgerät verwendet wird. Du kannst es bei Bedarf manuell auswählen. Aber solltest du die vorherigen Schritte gemacht haben, musst du hier nichts tun. So, wir hoffen, dass dieses Video nützlich für dich war. Wenn ja, dann gib uns doch bitte einen Daumen hoch. Für weitere nützliche Infos und Videos vergesse bitte nicht, unserem Kanal zu folgen. Solltest du weitere Unterstützung benötigen, zögere nicht, uns zu schreiben. Nun viel Spaß mit unseren Apps der Welt der Musik. Let's Clash Splash, lerne Musik.